Datenbank-ID SCP-5471. Anomalieklasse: Sicher Supernus. Verwahrungsstatus: Nicht verwahrt, nicht verwahrbar. Verwahrungsverfahren: SCP-5471 ist öffentlich bekannt. Siehe Dokument M2R1/9054V. Gesammelte Medienberichterstattung über die Pressemitteilung des New Seoul Observatory vom Juni 2056. Aufgrund seiner Entfernung zum lokalen galaktischen Raum und der geringen Wirkung der informativen Effekte hält die Abteilung für extrasolare Aktivitäten Vertuschungsbemühungen für unnötig. Die Überwachung orthotanischer Gruppen im Rahmen von Operation Tetret Unlight ist fortzusetzen. Als zusätzlicher Schwerpunkt ist das Verhalten in Bezug auf den sogenannten Heiligen Sechsten aus der orthotanischen Mythologie zu untersuchen. Beschreibung: Bei SCP-5471 handelt es sich um eine kognitogefährliche Region im Weltraum 20 Megaparsecs vom südlichen lokalen Supervoid und 96 Megaparsecs von Sol entfernt. Die Ausmaße der Anomalie, vorausgesetzt sie entspricht einer physischen oder metaphysischen Struktur, sind unbekannt. Bei direkter Beobachtung mit geeigneten astronomischen Geräten implantiert SCP-5471 ein Datenpaket in den Verstand des Beobachters. Dies gilt nur für Personen, die Zeugen neu aufgezeichneter Daten aus erster Hand sind. Kopien der Daten, Übertragungen der Daten und alle Reproduktionen der Daten haben nicht denselben Effekt. Reproduktionen zeigen keine Anzeichen von physischen Anomalien innerhalb der Raumregion von SCP-5471. Das implantierte Datenpaket enthält Folgendes: Grundlegende visuelle Informationen zur SCP-5471 Struktur. Eine konkrete gedankliche Botschaft, welche eidetisch abrufbar ist. Menschen nehmen die Struktur als eine Hand mit 6 Fingern, die am Handgelenk abgetrennt wurde und deren Blut über eine wahrgenommene Spannweite von 47 Megaparsecs verteilt ist, wahr. Bei anderen Spezien entspricht dieses Bild den jeweiligen Extremitäten und lebenswichtigen Flüssigkeiten, falls vorhanden. Studien mit ausgewählten extrasolaren Bewohnern werden noch durchgeführt. Die gedankliche Botschaft wird in die Hauptsprache des Beobachters übermittelt. Während die genaue Mechanik hinter diesem Prozess unbekannt ist, haben Versuche gezeigt, dass die Botschaft lesbar ist und von allen Beobachtern, unabhängig von ihrer Fähigkeit, den Inhalt zu interpretieren, als, Zitat, erinnerungswürdig angesehen wird. Im Folgenden eine Vertonung dieser Botschaft in deutscher Sprache. Dies ist ein Mord. Eine Leiche umgibt dieses Gefüge. Das Licht des Leichnams wird euch niemals erreichen. Nur der Schein des Gefüges wird jemals zu euch gelangen. Hier starb der Beschützer, um die Toten zu verteidigen. Die Toten klagten, als sie von den Schlunden verschlungen wurden. Der Beschützer stoppte das Mahl. Der Beschützer wurde verschlungen. Dies ist eine Verdammung. Die Schlunde werden ausgeweidet. Seit der Geburt der Existenz kämpfte der Beschützer. Die Geburtswelt rief sie zu Hilfe, und trotz seines Zögerns stieg er auf. Sie kämpfte gegen die Schlunde, solange sie lebte. Er forschte die Funktionsweise der Realität von innen heraus und nutzte die Ströme ihrer Schaltkreise zu unserem Vorteil. So gewann er immer und immer wieder. Aber die Realität segnete sie nie dafür. In den Narben ihres Lichts konnte ich sehen, dass es nie eine Ruhe für ihn gab. Und wenn wir untereinander kämpften, setzte sie alles daran, das Schlimmste zu verhindern. Selbst als sie blutete. Selbst als er wusste, dass wir fallen würden. Selbst als wir nur noch zu zweit waren. Dies ist eine Forderung. Wir dürfen nicht aufhören zu kämpfen. Er wurde nicht verschlungen, um vergessen zu werden. Sie wurde nicht verschlungen, um aufgegeben zu werden. Wir werden durchhalten. Denkmal 6 von 7. Es wird nie ein viertes geben. Ausgehend von den Reaktionen von Anhängern der orthotanischen Mythologie bezieht sich diese Botschaft auf Jorun Loisan, den 6. von insgesamt 7 Göttern, welche die Aufgabe haben, die Realität vor außeruniversellen Bedrohungen zu schützen. Da diese Bedrohungen als unersättliche, bösartige Wesen charakterisiert werden, beziehen sich die Bezeichnungen Schlunde vermutlich auf sie.
da Jorun Loisan angeblich im Jahr 2000 Anno Terra bei der Verteidigung des ottotanischen Jenseits starb, ist unklar, wie das Licht der Anomalie so schnell Sol erreicht haben konnte. Neben dem Inhalt der Botschaft behaupten Subjekte, Lichtfunken im Inneren des südlichen lokalen Supervoid zu sehen und das Geräusch von, Zitat, Zähnen auf Metall zu hören, wenn sie über diese Botschaft nachdenken. Die Astronomieabteilung hat heftige Ausbrüche von ultrahochenergetischer Gammastrahlung aus dem Supervoid entdeckt. Gegenwärtig ist der Verursacher dieser Anomalie nicht bekannt.